Der nächste Redner ist der Wirtschaftssprecher der SPÖ, Christoph Matznetter. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher, das Thema ist ja leider ein sehr ernstes und ich bin auch dankbar, der Fraktion der NEOS genau jetzt mit einem dringlichen Antrag darauf hinzuweisen, es ist 11:55 oder schon 12 Uhr für viele der Betriebe. Jetzt kann man sagen, ist mir egal, gibt es halt weniger. Das Problem ist nur, mit jedem Betrieb, den wir weniger haben, haben wir weniger Arbeitsplätze und eine höhere Arbeitslosigkeit. Normalerweise würde man hier eine ernsthafte Diskussion erwarten. Aber was haben Sie gehört? Noch zum vorigen Tagesordnungspunkt geht der Tourismussprecher der ÖVP, der Gabriel Obernosterer, her und behauptet, der deutsche Finanzminister ruft an den Gernot Blümel um eine fachliche Hilfe. Ja, zum Glück macht der Olaf Scholz das nicht, denn dort ist die Wirtschaft nur um 3,9% eingebrochen, bei ihm 8%. Die Arbeitslosen haben wir 110.000 mehr im folgenden Jahr, die Deutschen 450.000. Das ist die Hälfte von dem, was bei uns passiert ist. Vielleicht hat er auch noch angerufen, um zu helfen, und er hat es genauso gut verstanden wie die 6-0 im Budget. So geht das doch nicht, meine Damen und Herren. Wir müssen ernsthaft was tun. Wir sind schlecht im Vergleich zu Europa und es hat keinen Sinn, Reden zu halten, lieber Peter Haubner. Wir bemühen uns und machen Spaces, aber einen Knatsch. Das ist ein Knatsch seit Beginn der Pandemie. Ihr habt alles ignoriert, was wir heute vorgefangen haben. Wir haben gesagt, hört auf, den Verdienstentgang zu nehmen und den Unternehmern. Ihr tut's herumexperimentieren seit Anfang an. Die Anzahl der Maßnahmen kann er nicht einmal mehr aufzählen, der Finanzminister im Fernsehen, wer es am Sonntag gesehen hat. Wer glaubt, dass er für die Satire die Tagespresse braucht, den darf ich belehren. Er kann inzwischen die Realität heranziehen. Man lade einfach die Homepage des BMF und schaue sich das Frage- und Antwortverzeichnis an zum Thema Wirtschaftshilfe. Das geht übrigens viele Seiten weiter. Das ist Realsatire. 30 Maßnahmen. Nein, eine, lieber Peter Haubner. Was wir vorgeschlagen haben von Anfang an, Entschädigung für die Verluste, die eingetreten sind, die haben wir seit 70 Jahren im Gesetz gehabt, hätte man lassen können. Erweitern für Betriebe, die indirekt betroffen sind, sofortige Auszahlung mit Akkontierung und Abrechnung mit der Steuerveranlagung. Da hätten Sie keine, die armen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wirtschaftskammer nicht gebraucht, keine neue Organisation wie die COFAG aufbauen müssen. All das hätten Sie nicht gebraucht. Sie hätten schneller auszahlen können, mehr Betriebe gerettet und am Ende hätte es nie eine Überförderung geben können, weil der Anspruch auf Verdienstentgang ist maximal das, was man weniger hat wegen den Auswirkungen der Krise. Wie eine Betriebsausfallsversicherung. Die zahlen nämlich auch nicht mehr als das, was man gehabt hätte, wenn die Katastrophe nicht eingetreten wäre. So einfach wäre es gewesen. Dazu hätte man einmal uns zuhören müssen. Einmal nicht Nein sagen müssen zu jedem Antrag. Nicht jeden Antrag, der liegt im Ausschuss, vertagen, vertagen. Der Querfeld, na, ist ja unglaublich. Der Querfeld, der das Café Landmann hat, ein Traditionshaus in der Stadt, ÖVP-Wirtschaftsbund-Funktionär über lange Zeit, dem wollen Sie jetzt aus der Bude klagen, weil er was in Anspruch nimmt, was seit dem Jahr 1811 im Gesetz steht. Nämlich, dass du im Katastrophenfall und der Seuche nicht zahlen musst, wenn du gesperrt bist. Ich habe einen Antrag vor 9 Monaten gestellt, dass wir authentische Interpretation machen, damit es keine Gerichtsverfahren braucht. Na nix. ÖVP und Grüne, nix. Die einzige war die Ministerin Alma Zadic, die aber gesagt hat, sie kann sie nicht durchsetzen wegen einem Koalitionspartner. Und was haben wir jetzt? Ein Kaffeehaus, ein Traditionshaus in Gefahr, weil irgendeine Stiftung unbedingt in der Krise von einem geschlossenen Kaffeehaus die 100.000 haben will. Wann wachen Sie auf, meine Damen und Herren? Hören Sie auf mit dieser Abwehr aller Dinge. Nehmen Sie positiven Antrag und machen Sie das. Beschließen Sie zum Beispiel möglichst in den nächsten Tagen authentische Interpretation. Solange die Seuche ist und gesperrt ist, kriegt der Vermieter keine Miete. Was ist das Problem, meine lieben Kolleginnen und Kollegen von der ÖVP? Sie sind nicht der Hausbesitzer und Immobilienverband. Und die können auch einen Teil der Krise tragen.
der Stiftungen. Wieso nur der kleine Händler, der Gastronom, der Hotelier, die Arbeitslosen, die davon entstehen, die Mitarbeiter, die den Job verloren haben, die dürfen Krisenkosten haben, aber die Stiftungen der hohen Herren nicht. Also bitte, nachbessern in diesem Bereich. Ich will keine Realsatire, da ist mir die Tagespresse lieber, meine Damen und Herren. Die Regierung würde seit Beginn der Pandemie mit Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft herumexperimentieren, kritisiert Christoph Matznetter von der SPÖ. Die Regierung würde die konstruktiven Anträge und Vorschläge der Opposition stets nur ablehnen.